In diesem Video zeige ich dir 5 Möglichkeiten, wie du anonym Post empfangen kannst. So findest du die beste Option für dich. Die erste Möglichkeit für anonyme Post ist eine Packstation. Hier schickt der Absender das Paket nicht zu dir nach Hause, sondern zu einer Packstation, normalerweise in der Nähe. Er kennt also deinen Vor- und Nachnamen und den Ort der Packstation, aber nicht deine genaue Adresse. Wenn du jetzt einen Allerweltsnamen hast und in einer großen Stadt wie München lebst, dann kann das deine Anonymität schon etwas schützen. Aber in einer kleinen Stadt mit einem eher ungewöhnlichen Namen schützt du damit deine Privatsphäre wenig. Packstationen eignen sich dafür, deiner Familie eine schöne Überraschung zu machen. Sie eignen sich aber eher weniger, deine Privatsphäre zu schützen. Eine weitere Möglichkeit, anonym Post zu bekommen, sind postlagernde Briefsendungen bis 1 Kilogramm Gewicht. Hier musst du noch nicht mal den Namen angeben, sondern es reicht ein Kennwort. Der Absender kann das Paket zum Beispiel versenden an Blume 69, postlagernd, Münsterplatz 17, 53111 Bonn. Ein Brief, den du postlagernd bekommst, kannst du von deiner Familie verbergen und du kannst deinen Namen und deine Adresse auch vor dem Absender verbergen. Hier muss der Absender aber natürlich kooperieren. Das ist wahrscheinlich möglich, wenn du einen privaten Absender hast, aber wenn du das bei einem Unternehmen bestellst, hier wird es nicht in jedem Fall funktionieren, dass du deinen Namen verschweigst und sich das Unternehmen darauf einlässt, die Sache, die du gekauft hast, postlagern zu versenden. Warum macht es Sinn, anonym Post zu bekommen? Eine Möglichkeit ist, dass du von deiner Familie verbergen möchtest, was du bestellt hast, zum Beispiel, weil du sie überraschen möchtest. Eine zweite Möglichkeit ist, dass du vom Absender verbergen möchtest, wer die Sache eigentlich bestellt hat. Was für Gründe kann es dafür geben? Stell dir mal vor, du möchtest deine Frau oder deine Kinder mit einem schönen Geschenk überraschen. Du bist arbeiten und wenn die Post vorbeikommt, um das Paket zu liefern, sind deine Frau und deine Kinder zu Hause und nehmen das Paket an. Zumindest wissen sie schon mal, dass du ein Paket bestellt hast. Und vielleicht machen sie das Paket auch auf und gucken schon mal rein, was drin ist. Und die schöne Überraschung ist jetzt keine Überraschung mehr. Und wieso könnte es überhaupt Sinn machen, deine Identität vor dem Absender zu verbergen? Stell dir mal vor, du kaufst eine Hardware-Wallet, die auf dein Bitcoin-Vermögen aufpassen sollte. Dem Verkäufer der Hardware-Wallet gibst du jetzt deinen Namen und deine Adresse. Wenn die Datenbank des Verkäufers jetzt aber gehackt wird, dann landen dein Name und deine Adresse im Internet und kann von Verbrechern eingesehen werden. Diese können jetzt vermuten, wenn du 100 Euro für eine Hardware-Wallet ausgibst, dann ist ja wahrscheinlich bei dir mindestens ein paar tausend Euro Bitcoin-Vermögen oder anderes Kryptovermögen zu holen. Und wenn du Pech hast, bekommst du dann Besuch von ein paar Verbrechern. Beim Anbieter der Ledger Hardware Wallet ist es schon mal vorgekommen, dass die Datenbank gehackt wurde. Und es ist auch schon häufiger vorgekommen, dass Verbrecher die Eigentümer von Bitcoin überfallen haben und sie über Gewalt gezwungen haben, ihnen diese Bitcoin zu überweisen. Eine weitere Möglichkeit, geheim Post zu empfangen, ist, wenn jemand anderes deine Bestellung annimmt, zum Beispiel ein Freund oder ein Verwandter. So kannst du dein Paket in vielen Fällen vor deiner Familie verbergen. Und auch der Versender des Pakets kennt deinen Namen nicht. Wenn du jetzt aber den Namen und die Adresse deiner Oma angibst für die Bestellung deiner Hardware-Wallet für Kryptowährungen, dann überfällt der Verbrecher vielleicht deine Oma. Und weil du deine Oma lieb hast, möchtest du das ja nicht. Alternativ könntest du natürlich noch einen Fremden bezahlen, wie zum Beispiel einen Studenten, der vielleicht für 20 Euro ein Paket für dich annimmt oder eine Bestellung für dich aufgibt. Der Student weiß natürlich jetzt, dass du eine Hardware-Wallet bestellt hast, aber hier ist die Gefahr ein bisschen geringer, dass dieses Wissen in falsche Hände gerät, weil in der zentralen Datenbank des Anbieters ist ja jetzt der Student aufgeführt. Und als fieser Stratege möchtest du lieber, dass der Verbrecher den Studenten ausraubt und deine Oma in Ruhe lässt. Anstatt von einem armen Studenten kannst du ja auch einfach ein Geschäft als Mittelsmann verwenden.
Hier gibt es an verschiedenen Orten Geschäfte, die gegen eine gewisse Gebühr für dich Pakete annehmen, Bestellungen aufgeben und Pakete weiterleiten. Hier kannst du deine Privatsphäre schon sehr gut schützen, denn wenn du das Paket abholst, hat keiner deine Adresse. Und das Geschäft kannst du sogar anonym bezahlen, über Bargeld, Bitcoin oder Monero. Geschäfte, die deine Post für dich annehmen, befinden sich leider nicht in jeder Stadt. Je nach Anreisedauer kann es doch relativ umständlich sein, bei diesen Geschäften vorbeizufahren. Wenn du so ein kleines Geschäft benutzt, um das Paket an dich weiterzuleiten, ist natürlich dein Name und deine Adresse in dieser Datenbank drin. Und damit hast du schon eine Verbesserung der Privatsphäre erzielt, als wenn du deinen Namen oder deine Adresse einfach dem Absender der Ware gegeben hast. Weil dieses kleine Geschäft aber wahrscheinlich keine besonders gute IT-Infrastruktur hat und weil die meisten Kunden dieses Unternehmens ja extra dieses Unternehmen nutzen, um etwas zu verbergen, ist es natürlich ein bisschen risikoreich. Weil hier könnte jemand die Datenbank dieses kleinen Geschäfts hacken und dich dann mit Gewalt besuchen kommen. Und deswegen würde ich eine Paketweiterleitung durch ein großes Unternehmen beauftragen. Diese Datenbanken sind wahrscheinlich besser gesichert und für einen Angreifer ein weniger attraktives Ziel, weil die meisten Menschen, die so eine Paketweiterleitung machen, das machen, weil sie zum Beispiel umgezogen sind oder irgendwas in den USA bestellt haben, was zum Beispiel nicht nach Deutschland geliefert wird. Du könntest also deine Hardware-Wallet zum Beispiel in den Vereinigten Staaten bestellen und dann vom Anbieter in die Vereinigten Staaten schicken lassen an so einen Paketweiterleitungsdienst, der es von da aus an dich nach Deutschland weiterleitet. Was würde ich also empfehlen? Wenn du einfach nur deine Frau und deine Kinder überraschen möchtest, dann würde ich einfach eine Parkstation verwenden. Da kann der Absender ruhig wissen, wie du heißt und wo du wohnst. Und du musst keinen großen Aufwand machen, um die schöne Überraschung für deine Frau oder deine Kinder zu verbergen. Wenn du eine gebrauchte Hardware-Wallet von einer Privatperson kaufst, dann würde ich das einfach postlagernd versenden lassen. Hier musst du dem Verkäufer weder deinen Namen noch deine Adresse geben. Wenn du dann über Bitcoin oder Monero bezahlst, kennt er auch über die Zahlungsdaten deinen Namen nicht. Und mit einer Privatperson kannst du relativ frei vereinbaren, wie er dir das Paket oder den Brief zuschicken soll. Wenn ich mir eine neue Hardware-Wallet bei einem offiziellen Anbieter bestellen würde, dann würde ich das im Idealfall von einem Unternehmen annehmen lassen, wo ich das dann persönlich abholen kann. Wenn ich aber so ein Unternehmen nicht in der Nähe habe, dann würde ich mir diese Hardware-Wallet einfach in die USA zuschicken lassen und von da aus per Paketweiterleitungsdienst an meine Oma oder einen anderen Verwandten schicken lassen und dann von da aus abholen.